Was geht ab, Freunde? Es gibt heute wieder drei Horror-Games. Das eine ist gruseliger, das andere ist noch gruseliger als das andere. Ich habe aber keins von denen heute gespielt. Viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir gehen rein in das erste Game. Das erste Game heißt Boil Noodles at Night. Weil ich mir gerade Essen mache, nebenbei, dachte ich mir, vielleicht ist das Game ein gutes Game, um reinzustarten. Boil Noodles at Night heißt nämlich Nudeln kochen nachts. Boil Noodles at Night. So Rahm. Was für ein scheiß Sound! Das ist unsere Wohnung, Bro. Das sieht schon gruselig aus, die Wohnung. I can't sleep yet. Ich kann nicht schlafen, okay. Maybe eating noodles will make me sleepy and go to bed. Vorm Schlafen gehen essen ist eigentlich immer eine schlechte Idee, Digga. Davon nimmt man echt zu. I want to boil some noodles. I hope there are still some noodles in my kitchen. Okay. Okay, Digga. Das ist unser... Bruder, warum sieht das immer so gruselig aus? Das sieht nicht normal aus, Digga. Keiner hat ein Haus, das so aussieht. Keiner hat ein Haus, dass wenn man reingeht, dass links eine Couch ist und rechts ein türkiser Stuhl. Das ergibt einfach keinen Sinn. Und dann so eine Tapeten, Bro, die hat keiner. Okay? Das ist unser Schlafzimmer anscheinend, unser Bett. Junge, ist ja genauso wie in Kurdistan, einfach mit einer Matratze auf dem Boden. Unser Schrank, unser... Sieht aus wie mein Opa. Sind wir in Kurdistan? Hier haben wir eine türkise Tür. Und hier ist unsere Kitchen. Okay, warte mal. Wo führt die Tür hin? Ah. Digga, das ist Kurdistan. Es ist einfach nur ein Loch als Toilette da. Es ist nur ein Loch als Toilette da. Hier duscht man sich auf dem Boden mit einem Eimer. Das ist Kurdistan, Digga. Ihr könnt mir nichts erzählen. Das erste kurdische Horror-Game, was wir spielen, okay. Just one noodle? Wow, reicht eine Packung nicht, Bro? Mental Dankeschön für, Mentata Dankeschön für den Resub im sechsten, halbes Jahr. This won't fill me up, I want to buy one more. Gehen wir jetzt Nudeln kaufen oder was? Bitte nicht. Ich höre Schritte. I want to go right. Ja, nice. Man sagt sich auch selber, wo man lang gehen möchte. Safe. Digga, guckt euch das mal an. So sieht meine Straße aus, wo ich wohne. Ja, das ist ehrlich Kurdistan, Digga. Man, dieser Ort wurde noch nie gefunden. Aha, da ist irgendwas. Gibt's hier Nudeln? Ist das ein Laden? Jo. Digga, es gibt nur einen Kiosk in dieser Straße. Und der Typ, der Verkäufer vom Kiosk, sieht erstmal so richtig weird aus. Und zweitens, der steht hier einfach mehrere Stunden lang, obwohl hier niemand wohnt. Wen verkaufst du? Verkaufst du nur mir Sachen? Lebt der einfach nur da, um mir Sachen zu verkaufen? Dann ist er ja quasi mein Sklave, oder nicht? Das ist ja respektlos. Okay, wir reden mit ihm. Hi, what do you want to buy? Ich höre Schritte von hinten. I want to buy noodles, sir, please. Noodles? Yes. The noodles are gone. Okay. Hey, yo! Was ist mit dem? Was hat er in der Hand? Portemonnaie? Hallo? Kann ich vorbei? Was ist das für ein Gesicht, Bro? Minecraft Steve Gesicht. Yo, nein, Digga, habt ihr das gesehen? Sein Kopf hat sich gedreht um seine scheiß Wirbelsäule. Wir laufen weg. Scheiß auf. Es gibt keine Noodles. Wir müssen zurück. Eine muss reichen. Eine Nudelpackung muss dann reichen. The noodles are gone. Well, I want to boil just one. Okay. Dann machen wir einfach nur eins. Bitte abschließen direkt, bitte. Zack. Und wir sind sicher. Vom Gefühl her. Kennt ihr das, wenn ihr so Angst bekommt im Wohnzimmer, wenn ihr einen Horrorfilm guckt und dann lauft ihr, sprintet ihr in euer Bett und nur weil ihr die Decke so über euren Körper macht, habt ihr das Gefühl, dass ihr euch abgesichert habt?
Bro, wenn da ein Mörder wäre, dann könnte er die Decke einfach wegziehen. Das ist so ein weirdes Gefühl. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber egal. Why are they two noodles, lol? Ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben auf einmal zwei Nudelpackungen. I don't care, I want to cook it. Wie, you don't care? Als ob dir das keine Angst macht. Okay. I forgot to buy water. Oh my god, there's no water in my house. Digga, ich hätte ja gesagt, nimm aus dem Waschbecken, aber er hatte ehrlich kein Waschbecken. I want to buy water. Oh mein Gott, wir müssen wieder raus. Erstmal kurz abchecken, ob irgendwer vor unserer Tür ist. Nee. Los geht's. Nee, ich will da nicht wieder lang. Hamid, Beruhigung. Beruhigung. Ganz ruhig, langsam, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Ich erschritte. Ich erschritte, Wallah. Ich erschritte hinter mir. Hello, sir. One water, please. Sir. Ah, it's only $1. Okay. Thank you. Where's your friend? Friend? Who? The person before, he said you were his friend and live with you. He don't. Er lebt nicht mit mir, was zur Hölle? I just live alone in my house. Ich kenne ihn nicht. Leben Sie alleine? Ja. Yeah. Yes, I'm new. Sir, you have to help me, please. You have to help me. Help me! Was ist los mit ihm? Er hat es doch gerade mitbekommen. Wieso will er mir nicht helfen? Er steht da. Warum wackelst du deinen Kopf? Was bringt mir... Wackel deinen Kopf, wenn Messi besser als Ronaldo ist. Was willst du von mir? Du bist nicht mein Freund, okay? Damit wir uns da verstanden haben. Okay, jetzt schnell nach Hause. Rein und Tür zu. Ich höre zum Glück kleine Schritte, keine Schritte hinter mir. Okay, es kommt auch keiner nach. Puh, okay. Jetzt sollten wir uns unser Wasser machen können. So. Nee. Hallo? Wo? Ich stehe in meinem Bett. Das ist zu viel für meinen Kopf. Das ist zu viel für meinen Kopf. Wer ist da? Mach einfach nicht auf. So einfach geht's, Baby! So, eine Minute müssen wir warten. Dann sind die Nudeln fertig. Ist keiner drin, oder? Muss sicher gehen, Chat. So. Noch die Hälfte, noch 20 Sekunden. 10 Sekunden noch. Entspannt. Kann man hier das Licht wieder anmachen? Aha, ein bisschen mehr Licht ist immer nice. Je mehr Licht, desto weniger Angst. So. Digga, ich esse einfach hier drauf? Ist ja Katastrophe, Digga. Ich bin ehrlich. Okay, ich muss den Stuhl nehmen. Und platziere den mal dahin. Aber wo soll ich den denn hin platzieren, den Stuhl? Oh mein Gott, mit Rücken zur scheiß Tür?
Wie Katastrophe ist das denn bitte? Okay, und die Nudeln noch. It's time to eat, baby! Maybe if there's juice drink, it will look good and better. Nee! Just eat it or buy a drink? Just eat it, Digga! Was ist los mit dir? I'm very hungry, I want to eat now. Yes. And it's too late. Yes. Vielleicht haben wir auch so den Mord. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht sind wir so dem Mord entwischt. Weil wir, wenn wir rausgegangen wären, erwischt worden wären von dem Typen. Okay, hinter uns ist keiner. Essen. Ich gehe schlafen, glaube ich. Erstmal noch kurz kacken. Nicht aus. Und jetzt pennen gehen. Haben wir es geschafft? You eat noodles and your stomach is very full and you sleep very well. But the next day your stomach hurts. Wir haben das gute Ende erwischt. Das war's, Chat. Wir haben, wenn wir rausgegangen, dann wären wir getötet worden. Und jetzt könnte man ja sagen, hey, Hamed, spiel doch nochmal das schlechte Ende. Nein. Verpisst euch. So müsst ihr auch einfach im Leben agieren. Ich check gar nicht diese Dummköpfe, die dann sagen, ah, ich gehe noch raus. Nee, ich glaube, ich gehe nochmal raus. Wir sind jetzt im zweiten Game. Und das ist eine Art Five Nights at Freddy's, aber alle zusammen in einem Haus. Und das Spiel heißt Springtrap Comes Home. Da ich immer besser werde in Games, sage ich, wir kriegen das hin. Los geht's, Springtrap Comes Home. Okay. Michael, where are you, Michael? Michael, mein Kollege? I'm not Michael, I'm Hamed. Return to them. I'm not Michael, bro. Digga, diese Taschenlampe bewegt sich so gruselig langsam. Yo. Let's eat. Party Island. Warum sieht sie aus wie Schlotterbeck vom Gesicht her? Der will irgendwas von mir. Wenn ich es richtig mitbekommen habe... Was ist das für Bilder? Wenn ich es richtig mitbekommen habe, gibt es Items und die müssen wir den Charakteren geben. Und es kann sein, dass wir mit der Zeit verfolgt werden. Ja, moin. Okay, I'm not Michael, bro. Okay, der will auch irgendwas von uns. You remember me? I'm not Michael, bro. What's the problem? Hier war ich schon. Ich muss mal runter. Ich höre was. Ich glaube, er verfolgt uns. Jo. Hey! Hört auf! Hallo, Hamed, kannst du mich? Sie können Mama nachholen, Maruspo-Chujo. Wo sind die Items? Er ist irgendwo in der Nähe.
Wo sind denn die scheiß Items? Shit, habt ihr ein Item schon gesehen? Verpiss dich. Als ob ich alles durchschauen muss. Okay, hier ist leider nichts. Digga! Nein, 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 nein! Nein! Bitte komm nicht rein, bitte! Ich komme hier nicht weg! Bitte nicht! Bitte komm hier nicht rein, bitte! Raus. Hier war ich noch nicht. Digga, ich hab echt viel Pe- Boah. Da ist er. Sind das zwei, die mich verfolgen? Das war er hier! Der ist gerade rumgelaufen einfach nur. Alter, was zur Hölle? Aha! Chat, wer spielt Gitarre? Wir haben eine Gitarre gefunden. Hase. Komm mal nach rüben. Ey. Yes, let's go. Wir haben das erste geschafft. Könnte echt sein, dass er jetzt schneller wird und so. Das wäre echt schlimm. Aha. Wer singt Chat von dir?
Oh mein Gott. Wir haben zwei Sachen gelöst, Chat. Das Huhn braucht ein Cupcake, dann ist es vielleicht unten im Esszimmer. Und was braucht der Fuchs wohl? Schneller, Chat, das ist nicht gut. Hier muss irgendwo was liegen. Wir brauchen ein Cupcake, Digga. Ey, das ist echt nicht einfach, die letzten Teile zu finden. So ein Muffin-Esszimmer, das könnte schon sein. Da ist er. Warum geht hier das Licht an? Gearscht. Warum ist er so schnell? Warum ist er auf einmal so schnell, Chat? Keller! Keller! Auf einmal gibt's einen Keller! Er ist hinter mir, glaube ich. Hier ist doch gar nichts!
Hier muss aber irgendwas sein, Chat. Real Talk. Bro, help me, please. Oder ist Keller so Safe Spot? Ich glaube, Keller ist so Safe Spot-mäßig, Chat. Ich glaube, mäßig, er kann nicht in den Keller. Check dir. Das wird sein. Keller ist Safe, Safe Spot. Aber leider ist hier nichts. Kein Item. Im Keller sind wir sicher. Ich muss wieder hoch, Chat. Ich muss wieder hoch. Ja. Wartet auf uns, bin ich dumm? Ich bleib aber hier, Junge, du Dummkopf. Und go. Aha. Da ist er. Warum ist da die Tür random aufgegangen? Habt ihr das gesehen, Chat? Stellt euch mal vor, man konnte die ganze Zeit raus. Arme Nacken. Komm schon, bitte. Ich brauche Hilfe. Kommt. Ich habe den Überblick verloren, Chat. Pizza ist in Küche. Ach, für wen ist die Pizza, Chat? Für wen ist die Pizza? Ja, nice. Gut, dass die Pizza in der Küche ist.
Ja, nice, Chat. Gut, dass die Pizza in der Küche war. Vitamin D, mach mal Research. Guck mal kurz, Vitamin D. Lass mich, Keller. Safe place, safe place. Hier darf er nicht rein. Hier darf er nicht rein. Hier darf er nicht rein. Der Bär ist weg. Hat sich irgendwo gesehen gehabt, Ernst Chat. Aber wo war das nochmal? Ich hatte irgendwo einen Hut gesehen, da konnte man den aber noch nicht aufheben, glaube ich. In welchem Bad, Vitamin D? Er gönnt nicht, dass ich da lang gehe. Er gönnt mir gar nicht, dass ich da lang gehe. Aha, Keller. Hier kannst du nichts machen. Michael. Where are you, Michael? Ich habe mich geändert, Chat. Ich muss Spiele jetzt schaffen. Ich kann nicht aufgeben. Waren die ersten Sachen. Irgendwo waren so eine Rockstar-Ding. I did it again, Michael. I did it again. Irgendwo war ein Mikrofon. Auf dem Boden lag das. Im Wohnzimmer unten waren beide Sachen. Frage ist, kamen die Sachen erst nach? Aha. Jetzt geht's los. Die Frage ist, wo startet der Typ? Thank you.
Was war beim Fernsehen in der Nähe, Bro? Was ist beim Fernsehen in der Nähe? Aha. Von wem war das, Chat? Von wem ist das Ding? Vom Fuchs? Oh nein, hier kann er rein, Digga. Ich weiß es jetzt. Nicht schnell raus. Wo ist der Fuchs, Mann? Es ist ohne Spaß, dieser... Aha. Okay, irgendwo muss ein Mikrofon liegen, Chat. Ah, da. Das Problem ist, der wird jetzt schneller. Wir sperren uns erstmal auf Toilette ein. Ich glaube, hier kommt er nicht so schnell rein. Drei von fünf haben wir jetzt schon. Mehr als letztes Mal. Jetzt zur Ente. Hier sind wir falsch. Fuck. Mach zu! Ein einziges Teil brauchen wir noch. Ein einziges Teil. Nur noch der Hut. Wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Vor dem Raum mit der Ente. Ich habe Angst rauszugehen. Real Talk Chat. 3, 2, 1. Go. Vor dem Raum mit der Ente. Ich muss hier lang. Wir sind tot. Wir sind tot. Scheiße, wir hatten alles. War der scheiß Keller? Ja. Oh, Michael. Michael, you can't leave. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Digga. Let's fucking go.
Alles zur Hölle, you killed the nightmare. Wir haben es geschafft. Alter. Raus aus diesem ätzenden Spiel, Junge. Ja, wir kommen zum dritten Game und das dritte Game heißt Laughter in the Forest. Gelächter im Wald. Ist es Ronald McDonald? Boy, I'm getting hungry. I need to go for a snack. Bisschen zu laut. Okay. Digga. Wir holen uns jetzt erstmal einen Snack. Find Key. Aha, das war ja easy. Hab ich doch. Oder war das nur der Schlüssel zum Haus? Oh. Im Haus ist irgendwo ein Schlüssel. Aha. Here are the keys. Und damit können wir jetzt wegfahren. War es immer noch nicht? Hä? Dann habe ich wohl was übersehen. Closed. Ah, 1997, 1998, 1999. Falls wir den Code gleich brauchen. Was für ein komisches Bild. Wir gehen mal außen rum, wenn es irgendwie geht. Hä, ich komme doch gar nicht raus. Der Schlüssel hat doch nicht funktioniert, oder? Oder habe ich den nicht aufgehoben wie ein Dummkopf? Nee, irgendwie muss das wohl verbuggt gewesen sein, Leute. Wir probieren es nochmal. Ah, es war ein Bug, Leute. Ich hatte den aufgehoben. Ah, wir fahren jetzt los. 1998 Upper Highway, near the Café. Warum bleiben wir stehen? Ah, wir sind angekommen. Café. Ist es denn ein McDonald's? I managed. Nee, es ist einfach nur ein Diner. Wir sind da, let's go, baby. Ey, lol. Das erinnert mich an das Spiel, was wir mal gespielt haben. Wo man sich so unter den Dingern hier verstecken musste. Und da wurden wir auch verfolgt von Ronald McDonald. Jo! What the fuck? What the fuck, dude? Hallo? Is it... Holy shit! Ist hier wer? Ich hätte gern Big Mac. Oh mein Gott. Ronald. Oh mein Gott. We need to look for a way out. Out of this. Oh nein, wir sind blutig. Wir müssen anscheinend abhauen. Was ist denn hier drin? Ein kaputtes Auto, Digga. So sind richtig viele Häuser von so Mördern. Ach, das war's. Okay, wir laufen einfach entlang. Oh nein. Oh nein. Lauf schneller. Wir haben ihn verarscht. Run, my friend, steht da. I try. Ich höre ihn hinter mir. Nein. Ich brauche einen Schlüssel. Jo! Ja, tschüss, wie schnell ist der denn?
Wie schnell ist das? Das hat er doch schon mal gespielt. Nein, Bruder, nur weil Ronald McDonald in einem Spiel vorkommt, heißt es nicht, dass es dasselbe Spiel ist wie davor, Bruder. Dumm. Er kommt. Okay, ich sag, der Schlüssel ist in diesem Haus. Hierfür braucht man auch einen Schlüssel? Oh nein. Aha. Ich habe einen Schlüssel. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich habe... Bruder, er ist so schnell. Er ist so unfassbar schnell. Ich höre ihn wieder hinter mir, Digga. Wenn er jetzt wieder von vorne kommt, ne, dann werde ich richtig sauer. Normal. Der Klassiker. Er ist viel zu nah an mir dran, Digga. Und er ist auch viel zu schnell. Er ist viel zu schnell. Er ist viel zu schnell. Was ist, wenn ich schleiche? Ey, Mods, Kobold, Polizist, Baden, Vitamin D. Und ich habe ihn fallen lassen, oder? Ich habe ihn fallen lassen. Er ist hier irgendwo. Ich habe ihn fallen lassen. Nein. Da ist er. Da war er. Ich habe ihn gesehen. Alter, Digga, wie schnell wurde der bitte eingestellt? Okay, ich weiß nicht, wofür dieser rostige Schlüssel ist, ist das Problem. Renn einfach. Oh, bitte mir die Dankeschön, mein Bro. Für diesen Tipp. Nee! Das ist das respektloseste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Von der Schwierigkeit. Ronald McDonald ist viel zu schnell. Kommt er wieder von vorne? Ich sage, er kommt von links, deswegen laufe ich rechts. Er ist wieder hinter mir, Digga. Ich höre seine Schritte. Ich muss jetzt gleich links.
Okay, mal gucken, ob wir dieses eine Tor damit öffnen können. Ne, er ist wieder hinter uns. Das hat er gehört. Er kommt. Kommt er? Er hat die Tür nicht mal geöffnet. Ich schwör auf alles. Das ist zu respekt. Das Spiel war zu respektlos. Ronald McDonald, schöne Grüße. Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein, dass er so schnell ist. Kann gar nicht sein. Es tut mir leid. Ein Spiel habe ich geschafft. Ihr könnt mir gar nicht sauer sein. Das eine Spiel, was unnormal schwer war, habe ich geschafft.